Inwieweit hattest du das Gefühl, dass es in der Woche jetzt quasi auch Spieler gibt, die da aktiv vorangehen, die den anderen vielleicht zeigen, den Jungen zeigen, wo es lang geht? So. Ja, das ist jetzt einfach auch die Aufgabe von den älteren Spielern, die jetzt einfach vorangehen und vor allem dann auch den Jungs zeigen, dass wenn sie Fehler machen, dass sie einfach da sind für sie. Das ist, wir haben noch relativ viele junge Spieler auch drin, die noch nicht so, ja, noch nicht so viel erlebt haben, die das erste Jahr in der dritten Liga spielen. Und jetzt ist einfach die Phase auch da, wo ja, die gerade die ein bisschen erfahrenen Spieler vorne weggehen müssen und ihnen einfach auch Halt geben müssen auf dem Platz. Das ist jetzt ganz wichtig, Halt für die jungen Spieler. Und auch wenn sie mal einen Fehler machen, einfach als Mannschaft auftreten. Den Fehler wieder ausbügeln, positiv sein auf dem Platz, positiv auch reden auf miteinander, nicht negativ. Jetzt ist es ganz wichtig.